In diesem Video beantworten wir eure Fragen. Hi und herzlich willkommen hier auf dem Kanal, falls du neu hier bist. Mein Name ist Timo Osters, ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Und in diesem Video gehen wir mal eure YouTube-Kommentare durch und beantworten sie jetzt hier direkt. Im allerersten oder im aktuellsten Video, wo wir über das Frühstück oder eines der typischen Frühstücks zum Mittagessen gesprochen haben, ist eine sehr coole Frage drunter, warum Kokosöl so gesund ist. Also außer wegen des Brennpunktes bzw. wegen des Verdampfungspunktes, um genau zu sein. Das habe ich in dem Video ja schon mal erklärt, dass der Verdampfungspunkt sehr, sehr hoch ist und es damit sehr stabil ist, das Öl an sich. Da es doch eigentlich voller gesättigter Fette ist. Und da muss man jetzt unterscheiden, ob es mittelkettige oder langkettige Fettsäuren sind. Und Kokos gehört zum Beispiel zu den MCT, also zu diesen sogenannten Medium Chain, also mittelkettigen Fettsäuren. Und die haben sehr, sehr, sehr viele positive Vorteile. Neben, da wären zum Beispiel, dass sie einen erhöhten thermogenetischen Effekt haben. Das heißt, sie erzeugen mehr Wärme und verbrauchen dadurch mehr Energie. Dann haben sie einen ganz großen Vorteil, dass sie besser und schneller aufgenommen werden können und damit das ganze System nicht so belasten. Das heißt, man kann ganz klar nicht sagen, gesättigte Fettsäuren sind gleich gesättigte Fettsäuren. Abgesehen davon, dass gesättigte Fettsäuren in einem gewissen Maße schon notwendig sind, um einen guten Testosteronspiegel zu haben oder einen guten Testosteronwert produzieren zu können. Und deswegen kann man jetzt nicht das eine dem anderen gleichsetzen. Und gesättigte Fettsäuren, klar, spielen gerade eine Rolle, wenn es um Adipositasprävention geht, aber die mittelkettigen Fettsäuren weniger. Da geht es eher um die Long Chain, also die LCTs. Deswegen Kokosöl gehört zu den MCTs und sind gerade, wenn es ums Thema Gesundheit geht, natürlich wie bei allem auch, nicht in Massen, sondern in Maßen zu konsumieren, aber haben sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Und wenn man einen Teil seiner Fettsäuren am Tag aus MCTs gewinnt, ist es ein sehr, sehr, sehr guter Benefit im Vergleich zu, wenn man mit anderen Fetten arbeiten würde. Was ebenfalls noch drunter steht, ist, warum ich Eier am Morgen esse. Also erstmal bin ich ein sehr großer Fan von Eiern. Ich mag Eier sehr gerne. Ich möchte Eiweiß am Morgen haben. Eier sind zu Unrecht verteufelt, gerade so was Cholesterin und sowas angeht. Das heißt, die meisten Leute wissen es gar nicht, aber im Eigelb ist mehr Eiweiß drin als im Eiweiß. Natürlich sind da auch Fette und noch andere Dinge drin, wie Lecithine zum Beispiel. Aber das Cholesterin, was man von exogen zuführt, also in der Nahrung zu sich nimmt, wird zu 2 bis 8, 2 bis 10%, je nachdem in welcher Lektüre oder in welcher Datenlage man nachschaut, aufgenommen. Das heißt, wenn man ein Problem hat mit Cholesterin oder mit dem Cholesterinspiegel, mit den Cholesterinwerten, ist es meistens ein Problem des inneren Cholesterinstoffwechsels. Und wir wissen, dass wir Cholesterin eben ganz wichtig brauchen für die Hormonproduktion zum Beispiel. Du kannst Eier auch mittags oder abends essen. Grundlegend ist es aber so, dass Fette und vor allem Eiweiße morgens sehr, sehr, sehr gut sind, weil sie dein Hormonlevel positiv beeinflussen. Das heißt, Cortisol, Wachstumshormone bzw. Testosteron und Co. unterstützen können. Und dahingehend ist es so, dass ich das ja eher am Morgen haben möchte, als dass ich mit einer riesengroßen kohlenhydratreichen Mahlzeit dafür sorge, dass eher Serotonin bevorzugt wird und dadurch mein Energielevel in den Keller geht oder runtergeht. Kannst du dir mal fragen, nach so einer Riesenschüssel Müsli oder so einer Riesenschüssel Kellogg's, wie du dich danach fühlst. Grundlegend ist es aber sowieso so, ich möchte halt Eiweiß zu mir nehmen und das funktioniert in Form von Eiern zum Beispiel sehr gut. Man könnte auch andere Frühstücksvarianten auswählen. Wenn euch das interessiert, schreibt einfach mal gerne in die Kommentare, was ich sonst so esse. Dann machen wir dazu definitiv noch mal mehr Videos, sodass ihr vielleicht noch mehr Inspiration habt, was ihr sonst so in euren typischen Frühstücksalltag mit einbauen könnt. Weil gerade Leute, die sich wenig bewegen, doch eigentlich mit Cholesterin und gesättigten Fetten aufpassen sollten. Das war so die letzte Frage. Das habe ich ja quasi schon so ein bisschen mit beantwortet. Klar, Leute, die sich wenig bewegen, sollten grundlegend erstmal dafür sorgen, dass sie sich mehr bewegen. So eine halbe Stunde Spaziergang am Abend schafft eigentlich jeder, muss man realistisch sagen. Das sind weniger als 10% des Tages oder viel weniger als 10%. Und wie schon eben gesagt, MCTs ist eine besondere Form der gesättigten Fettsäuren und sind nicht gleichzusetzen mit den anderen. Haben auch zum Beispiel weniger Energie, also weniger Kalorien als diese LCTs, die Long-Chain-Fettsäuren. Und so viel erstmal dazu. Und am nächsten Video fragt Tobias jetzt, B12-Wert 759 und B6-Wert 255, gut? Fragezeichen. Das kann ich
so überhaupt nicht beantworten, weil, also erstmal sind Blutwerte super individuell. Klar gibt es Optimalbereiche, wo man hin möchte. B12 wäre jetzt erstmal die Frage, welcher Blutwert ist denn bestimmt worden? B12 oder Holotranscobalamin? Wie ist das beim B6? 255. Welche Einheit ist denn da verwendet worden? Weil 255 ist super extrem hoch. Hängt aber davon ab, mit welcher Einheit man arbeitet. So, deswegen einfach so Zahlen und Fragen dazu zu posten, ist sehr schwierig zu beantworten. Abgesehen neben der Tatsache, dass wir gar keine individuelle Beratung quasi in den Kommentaren oder sowas machen dürfen. Das ist immer so ein zweischneidiges Ding als Arzt. Du darfst nicht individuell per Instagram und YouTube und so beraten. Du darfst zwar aufklären und sowas, aber man muss solche Blutwerte natürlich, wenn man Medizin ganzheitlich betreiben möchte, und das ist ja das, was ich mache, dann ist das Interpretationsspielraum. Es gibt Optimalbereiche, aber stell dir jetzt zum Beispiel vor, du bist jemand, der eine chronisch entzündliche Erkrankung hat. Für den will ich einen ganz anderen Optimalbereich bei Vitamin B12 haben, bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zum Beispiel, viel höher als bei einem Normalo. Bei einem Leistungssportler möchte ich wieder andere Optimalbereiche haben. Das heißt, dadurch, dass ich dich gar nicht kenne und viel zu wenig über dich weiß, kann ich die Frage auch überhaupt nicht beantworten. Weil das ist ja das, was wir anders machen möchten. Wir wollen ja eben nicht uns einen Wert angucken und sagen, der Wert ist gut oder der Wert ist schlecht. Wir wollen ja mit Menschen arbeiten und Menschen ganzheitlich helfen. Und da ist es eben nicht das, was diese Ganzheitlichkeit ausmacht, sich zwei Werte rauszunehmen und zu sagen, sie sind gut oder schlecht. Bist du jemand, der Symptome hat? Keine Ahnung. Bist du jemand, der eine Erkrankung namens HPU hat? Weil dann brauchen wir wieder einen anderen B6-Wert, als wenn du das nicht hast. Siehst du, deswegen ist es sehr schwierig, auf diese Frage adäquat zu antworten, weil ich dazu viel zu wenig Informationen habe. Aber ihr könnt natürlich trotzdem gerne Laborwerte oder Zahlen reinschreiben, ob die Werte gut sind oder nicht. Aber dann bitte mit Werten. Ich werde aber auch keine Aussage darüber geben, ob diese Werte jetzt für dich gut sind, sondern wie die Werte dann im Allgemeinen einzuordnen sind und was man vielleicht machen könnte. Aber wie gesagt, so viel erstmal dazu. Wenn, dann bitte ganz genau, ganz explizit. Aber ich kann, wie gesagt, keine individuelle Beratung in den YouTube-Kommentaren machen. Ich denke, das wirst du verstehen. So, nächster Kommentar zum lieben Roman. Das Video ist jetzt schon 4 Monate her, aber da möchte ich auf jeden Fall gerne was zu sagen, weil Roman hat geschrieben, willst du uns sagen, dass Gluten, Milcheiweiß auch für Leute ohne Zöliakie, Laktoseintoleranz schädlich sein können? Das passt ja gar nicht überein mit der Tatsache, dass Milchprodukte wertvolle Darmbakterien für eine diverse Darmflora bieten. Genau das will ich sagen. Also grundlegend ist es nicht von der Hand zu weisen, dass Gluten und Casein chronische Entzündungen in unserem System machen. Das ist einfach so. Vollkommen unabhängig davon, ob Milchprodukte wertvolle Darmbakterien für die Flora besitzen oder nicht. Ob das so ist, sei jetzt mal dahingestellt. Fermentierte Produkte oder Laktofermente, das sind Dinge, die können gute Darmbakterien für deine Flora haben und haben das auch. Eine normale Vollmilch, die du zu dir nimmst, aber nicht, ja. Das ist nochmal was komplett anderes. Natürlich sind da auch Bakterien drin, die sich auch gut auf dein System auswirken können. In Kefir zum Beispiel sind auch mehr Bakterien drin als in der normalen Vollmilch. Aber ich habe auch nie gesagt, dass Milchprodukte schlecht sind. Ich habe gesagt, dass Casein zu chronischen Entzündungen führt. Unter dem Magnesium-Video ist auch eine sehr schöne Frage, welche Magnesiumart man bei Muskelverspannung nehmen sollte, was ich da empfehlen kann. Und da muss man sagen, wie in dem Video ja auch erwähnt, ist Entspannung der Muskulatur ein Nebeneffekt von Magnesium. Da kannst du auf Citrat oder auch auf Bisglycinat zurückgreifen. Wenn du aber bei Muskelverspannung arbeiten möchtest, helfen Magnesiumbäder auch sehr gut. Da wäre Magnesiumsulfat das Richtige. Das mischst du dir dann einfach ins Badewasser mit ein, bleibst dann mehrere Minuten im Badewasser liegen und das wirkt sehr gut über die Haut in die Muskulatur aufgenommen und wirkt oder hat einen sehr, sehr guten entspannenden Effekt und auch einen entkrampfenden Effekt und auch einen runterfahrenden Effekt. Einfach mal testen, Sulfat einfach ins Wasser geben und dann bleibst du schön in dem warmen Wasser ein bisschen liegen, so 15-20 Minuten und dann wirst du merken, fährt der Muskeltonus, die Spannung in der Muskulatur danach automatisch runter. Im nächsten Video hat die liebe Jenny gefragt, wie man herausfinden kann, ob man einen Magensäuremangel hat und was man dagegen tun kann. Sehr, sehr, sehr gute Frage. Muss nämlich ganz plakativ sagen, ganz viele Leute werden ja mittlerweile mit Magensäureblockern wie Omeprazol, Pantoprazol und Co. behandelt. Manchmal brauchst du das auch, vollkommen klar. Aber ganz oft werden diese Medikamente verschrieben und dann einfach 20 Jahre gegeben und am Anfang nicht wirklich hinterfragt, warum man das macht. Die Symptome bei
zu viel Magensäure und zu wenig Magensäure sind fast immer genau die gleichen, wie zum Beispiel Sodbrennen, Unwohlsein und Co. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man herausfinden möchte, ob man einen Mangel an Magensäure hat oder nicht, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist ganz einfach und die kannst du wahrscheinlich direkt bei dir zu Hause umsetzen. Nämlich nimmst du, wenn du morgen früh aufstehst auf nüchternen Magen, nimmst du dir eine Zitrone, schneidest die auf, presst den Zitronensaft komplett aus und trinkst ihn. Aber nicht mit Wasser oder sowas mischen, sondern nur den Zitronensaft trinken. Und wenn du darauf reagierst, das heißt, wenn dir warm wird, wenn du irgendwie Blähungen bekommst, irgendwie Magenschmerzen bekommst, Sodbrennen bekommst, ist das ein Zeichen dafür, dass du in deinem System genug Magensäure hast und durch die Zitrone, was ja auch eine Säure ist, den Säurepegel erhöhst in deinem Magen und dadurch die Symptome bekommst. Wenn du nicht darauf reagierst, also keine der Symptome oder keine dieser Gefühle bekommst, die ich gerade eben beschrieben habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du zu wenig Magensäure hast und diese Zitronensäure nicht dazu führt, dass du zu viel Magensäure hast. Das wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 wäre direkt mit der Therapie verbunden, nämlich therapeutisch benutzt man Betain-HCl. Das ist so das Supplement, das ist HCl. HCl ist Salzsäure, Salzsäure ist Magensäure oder Magensäure ist Salzsäure. Und die ist an Betain gebunden und das kannst du als Supplement, als Kapsel zu dir nehmen. Immer zur Mahlzeit bzw. direkt vor der Mahlzeit. Und das wäre jetzt die Therapie und du kannst die Therapie auch zur Diagnostik nutzen. Das heißt, du bestellst dir Betain-HCl, ist nicht teuer, kostet irgendwie so, ich glaube so eine 2-3 Monatsration, kostet irgendwie 15-20 €. Und dann nimmst du eine Kapsel Betain-HCl zum Essen vor einer proteinreichen Mahlzeit und guckst, ob du was spürst. Wenn du nichts spürst, ist auch das wieder ein sehr, sehr, sehr starkes Zeichen dafür, dass du einen Magensäuremangel hast. Wenn du es dann hast, also du hast quasi eine der beiden Methoden gewählt, hast es nachgewiesen, dann ist es so, dass du theoretisch deine Schilddrüse mal kontrollieren lassen solltest. Denn es macht natürlich Sinn, das Betain-HCl zu nehmen, aber du solltest natürlich versuchen herauszufinden, warum du diesen Mangel hast. Kann natürlich ein Problem im Magen sein, ein Problem im Darm sein, kann aber auch ein Problem mit der Schilddrüse sein, weil die eben dafür sorgt, dass genügend Magensäure produziert wird. Das wären die zwei Möglichkeiten, die du ganz einfach umsetzen kannst. Das Allerschönste und Beste wäre eine pH-Sonde zu schlucken, die quasi durch deine Speiseröhre in den Magen geht, 24 Stunden diesen pH-Wert dort zu messen und dadurch dann sagen zu können, ob du zu viel, zu wenig oder genau richtig Magensäure hast. Das muss man sagen, macht aber mittlerweile heutzutage kaum einer mehr. Auch im Krankenhaus wird das sehr, sehr selten gemacht, weil es ist sehr aufwendig und es ist für den Patienten auch nicht immer so angenehm.